Willkommen zurück zu Pokémon Weiß, die Randomizer Nuzlocke. Darf ich euch mal was zeigen? Ich habe es ja angekündigt, dass ich es mache und ich habe es durchgezogen. Alle Pokémon Level 50. Ja, teilweise sogar mit wilden Pokémon trainiert. Größtenteils mit wilden Pokémon trainiert, weil ich das alles an einem Tag gemacht habe. Dementsprechend habe ich jetzt auch keine Angst. Okay, wir sind im Wüstenresort. Kann ich mit euch auch noch kämpfen? Kürzlich erst wurde ein neuer Eingang zur Ruine entdeckt. Offenbar muss man lediglich das Tor durchschreiten und anschließend schnurstracks geradeaus gehen. Ja, den hat vorher keiner gefunden. So, hier dürfen wir auch noch fangen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Geil. Nee, ich habe größtenteils mit wilden Pokémon tatsächlich trainiert. Und es hat ewig gedauert, aber ich habe es geschafft. Und ein paar Pokémon haben neue Attacken. Zum Beispiel, Marek hat Finsteraura, also eine Attacke, die auf Spezial geht, damit seine neue beste Attacke. Und hier, Liebe herrscht Kalkklinge. Das sind, glaube ich, auch die einzigen Attacken, die ich geändert habe. Ansonsten gab es nur ziemlichen Mist. Ja, Sandsturm fügt Schaden zu. Und es fährt einen Temposchub. Jetzt nichts Falsches machen. Wir wollen das im Team, also nicht im Team, aber zumindest auf der Box haben. Ich sollte auch mal überlegen, ob ich die Pokémon in die Pension packe. Ganz ehrlich, das wäre mal eine Idee. Sollte ich mir echt überlegen. So. Es ist eingeschlafen. Sandsturm fügt noch Schaden zu. Ist okay, wird schneller. Wir müssen das Vieh jetzt fangen. Das ist jetzt das Hauptproblem. Ein Pokémon fangen. Ich habe so viele Pokébälle, das ist unglaublich. Wo habe ich die alle her? Also jetzt nicht die Überbälle, die habe ich ja gekauft, aber die anderen. So, wir warten jetzt einfach, bis der Sandsturm sein Übriges getan hat. Und so lange beschmeißen wir das Vieh jetzt wahllos mit Bällen. Was haben wir denn da sonst noch? Heilball, Superball, Jubelball, Finsterball. Bringt uns alles nichts. Finsterball hätte mir tatsächlich gestern Abend was gebracht, aber da hatte ich dann keine Lust mehr aufzunehmen, nachdem ich das Training gemacht habe. Dementsprechend könnten wir heute sogar nochmal in die Stadien gehen, aber habe ich jetzt keine Lust drauf. Und es ist übrigens kein Pokémon während der Zeit im Training gestorben, das muss man nochmal dazu sagen. Ich glaube, das knappste war Pizza mit 57 Leben gegen ein wildes Pokémon. Und da habe ich dann geheilt. So, ne, ich sollte vielleicht das Vieh wieder einschlafen lassen. Ja, das war tatsächlich die knappste Situation. Weil da waren wir im... War das Pizza? Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob es Pizza oder lieber. Auf jeden Fall waren wir im Schnapper drin und konnten nicht abhauen. Also ich konnte nicht tauschen. Das war doof. Das war auch die einzige Heilung, die ich während dem ganzen Training verbraucht habe. Ansonsten immer ins Pokémon Center gerannt. Mal so ein kleiner Schub. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm, dass ich jetzt mal ein bisschen Offscreen-Training gemacht habe, weil ja eigentlich die Meinung eher so entgegen dem Offscreen-Training war. Aber es war halt echt, es hätte viel zu lange gedauert. Und dieses Cresselia will nicht ins Team. Ich merke das. Und bei Kura muss ich auch bald heilen oder austauschen. Cresselia, komm schon. Bald wird es auch gelb. Ich glaube, ich schmeiß mal zwischenzeitlich eine Heilung rein. Ich meine, Milch können wir uns im Notfall noch kaufen. Ihr seht ja, wie viel... Also ihr seht es nicht, aber ihr wisst, wie viel Kohle ich habe. Allein dadurch, dass ich jetzt weiß, dass ich täglich mir Kohle holen kann, wenn ich die Stadien einmal durchmache. Dann am besten mit dem Münzamulett statt mit dem anderen Ding. Das ist wirklich einfach, da an Geld zu kommen. Fauna-Statue, eine sehr starke Pflanzenattacke. Ich glaube, die stärkste physische Pflanzenattacke. Korrigiert mich bitte. Falls es falsch ist. Wenn es nicht falsch ist, braucht ihr es auch nicht korrigieren. Ergibt Sinn. So. Jetzt hauen wir das Vieh aber endlich mal in den Pokéball. Komm, ab in die Pfanne mit dir. Och, komm schon. Er kann sich während des Rückstoßes nicht bewegen.
wegen des Rückstoßes. Es schläft eh. Na komm. Du wirst immer schwächer. Irgendwann musst du mitkommen. Die Spannung steigt. Und es wird ja pro Runde geschwächt durch den Sandsturm. Das ist es ja. Es wird jede Runde schwächer. Also jede Runde steigt die Chance, dass wir es fangen. Aber es ist und bleibt halt ein Cresselia. Und was ich während dem Training herausgefunden habe, Reshiram sitzt vor der Drachenstiege im hohen Gras. Wirklich. Mehrfach. Ich bin ihm recht häufig begegnet. Also hier mit legendäres Pokémon beherrschen. Von wegen legendär. Vor der Drachenstiege ins hohe Gras gehen, da findet man haufenweise Reshirams. Da kann N sich gehackt legen. Und ich weiß jetzt, dass Wasser sehr effektiv gegen ist. Und noch irgendwas war sehr effektiv. Okay, ich weiß nur, dass Wasser sehr effektiv ist. Weil ich das andere wieder vergessen habe. Also falls er wirklich einen Reshiram hätte, ich wage es zu bezweifeln, dann wüsste ich zumindest, was ich einsetze. Und ich hätte das Vieh vielleicht mal wieder schlafen legen sollen. Weil ohne Schlafen ist das natürlich immer so eine Sache. Ladevorgang. Achso, jetzt lädt das Vieh. Wie so eine Akkustation. Und langsam wird es knapp. Also ich versuche das Vieh jetzt nochmal schlafen zu legen. Und das ist jetzt unsere letzte Chance. Also wenn es hier... Das fährt ab. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Jetzt muss. Ansonsten kommt es nicht mit. Weil der Sandsturm zerlegt das Vieh. Ja, super, Cresselia. Ja, toll gemacht. Uns läuft die Zeit weg und ich habe keinen Bock, dass Bakura drauf geht. Nö. Jetzt wacht's auch noch auf und wird vom Sandsturm umgebracht. Hat's toll gemacht, ne? Bäm, tot. So viel Mühe umsonst. So, jetzt reicht's. Marek, Teleport. Bring uns hier raus. Ja, verdammt. Ich hatte mich verflogen und... Ja, wie gesagt, ich habe mit wilden Pokémon trainiert und war erst in der Stadt und hier war ich zuletzt im Pokémon-Center. Dementsprechend... Ja... Müssen wir jetzt nochmal wieder an den richtigen Ort fliegen. Marek und seine momentane Teleportation sind halt nicht so gut wie Goku, ne? Aber zum Glück haben wir ja noch Wuschel dabei. Das als Glurak. Das muss man erstmal verinnerlichen, dass es als Glurak endlich fliegen kann. Weil wer das nicht weiß, Glurak hat zwar Flügel, kann aber im Originalspiel, glaube ich, die Attacke Fliegen nicht lernen. Ja. Das heißt... Ja, das ist super. Ein Pokémon mit Flügeln kann nicht fliegen. Aber Dodri, das über keine Flügel verfügt, das macht den Skywalk, Moonwalk, wie auch immer man es nennen möchte, aus One Piece. Und fliegt damit in den Nachthimmel. Warum auch nicht? Es gibt auch Bilder, die Köpfe dann so als Propeller zeigen. Also, ja. Ich glaube, jeder macht sich da so sein eigenes Bild, wie Dodri fliegt. In dieser Richtung Wüstenresort. Eine echt sandige Angelegenheit. Was ist da unten noch? Gar nichts. Sehr schön. Ich dachte, da unten würde ich jetzt noch zumindest ein Item finden. Ja, du hast hier verkackt. Du hättest mitkommen können. Wir hätten dich im Team haben können, aber nein. Du wolltest nicht. Du hast dich geweigert und jetzt kriegst du die Quittung. Bam.
ist übrigens das erste Mal, dass ich den Sound jetzt höre, weil ich das Spiel gemutet hatte. Ich hatte das echt die ganze Zeit auf Stumm, hab Musik gehört, Fernsehen geguckt dabei. War super. So war das Training zumindest nicht ganz so langweilig. Ach, du kannst heilen, ne? Ich bin Doktor, aber vor allem Trainer. Ja, der kann uns wahrscheinlich wieder heilen. Da hätten wir den einfach platt gemacht. Mit seinem Skunk-Tank. Skunk-Tank. Ohne K. Also, ja. Aber es steht wahrscheinlich für Skunk-Tank. Also, übersetzt heißt das... ne? Stinktier-Panzer. Mhm. Und Marek ist jetzt so mächtig. Wenn ich einen Trainer sehe, muss ich einfach gegen ihn antreten. Also dann will ich mal dein Pokémon-Team wieder fit machen. Ja, wir haben hier eine Heilung. Aber ich muss gerade mal überlegen. Keins unserer Pokémon trägt zurzeit den EP-Teiler. Ich glaube, dir möchte ich den EP-Teiler geben. Dass Jackie hier derweil ein bisschen trainieren kann. Und ich glaube, Rock Lee trägt das Glücksende. Nee, du trägst die Großlinse. Wie wär's denn hier mit Tricks? Du trägst den Wollenhelm. Marek, du trägst deine Furcht. Du trägst das Glücksei wirklich. Okay, dann habe ich eben das einfach bloß übersehen. Ich bin von weit her gekommen, um mich hier im Wüstenresort etwas abzuhärten. Aber all diese Boden-Pokémon bringen mich an den Rand der Verzweiflung. Ja, das kann ich verstehen. Aber wir sehen uns hier natürlich großflächig um, weil ich darauf hoffe, auch noch ein paar Items zu finden. Und so ein Mashumai ist super, aber das Wüstenresort, das hat ja drüben schon angefangen. Das heißt, Cresselia dürfen, dadurch, dass wir Cresselia nicht haben fangen können, dürfen wir jetzt auch dieses Mashumai nicht fangen. Ja, das hätten wir so oder so nicht fangen. Ach, von wegen Boden-Pokémon, hier ist alles Pflanze. Bäm. Und alles schwach. Ich glaube, hier gehen uns eher die AP aus. Schon wieder Sackgasse. Wenn ich Streuselkuchen sage, ziehen wir beide unsere Pokémon, okay? Sag mal, was ist denn mit dir nicht richtig? Wer sagt denn Streuselkuchen? Zum... Bist du doof? Also mit dem Pokémon wahrscheinlich schon. Habt ihr mal geguckt, wie das... Guckt? Also guck dir mal ins Gesicht jetzt. Hier. Das ist doch Dr. Evil verkleidet als Kaulquappe mit Warzen. Eigentlich mag ich die Weiterentwicklung sogar sehr gerne. Die hatte ich auch tatsächlich in Schwarz und Weiß. Das war tatsächlich eins meiner Pokémon im Team. Aber der Blick, der macht mir trotzdem Sorgen. Driftlon, ja komm, hauen wir auch weg. Der ist nicht stark. Ich meine, die Typen hier sind alle nicht stark, weil wir hätten schon viel früher in dieses Gebiet gehen können, um zu trainieren. Sind wir aber nicht. Wir haben es auch so geschafft. Mit ja, in der Arena hier in der nächsten Stadt ist ja Burtmobil gestorben. Streuselkuchen, Nano, schon vorbei? Ja. Aha, ich wusste doch, hier gibt es Items. Und jetzt will ich aber irgendwas Wichtiges haben. Irgendwas super Tolles. Ein Magmarisierer oder so, damit ich... obwohl, ich habe die Entwicklungen ja eigentlich rausgemacht. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das Item was bringt. Ist egal, irgendwas, was meine Pokémon besser macht. Besser als alle anderen. Und bitte nicht mehr wilde Pokémon. Davon hatten wir jetzt schon genug. Ach, das ist ja nix. Schwächlich, was wir hier sehen. Schwächlich. Stirb. Starwickel, stirb. Tod. Starwickel, stirb. Nein. Feuerheiler, ja, der bringt uns... Obwohl, gegen Brand hatten wir ja, glaube ich, keine Items. Also insofern... Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich gehe jetzt hier einfach durch. So. Qualot-Bäre. Die ganzen Trainer hier, die bringen uns auch nicht so viel. Lützi-Bäre.
Ab geht die Luzi. Ja. Ach, hier ist die Ruine, genau. Schnappwolf. Und das dort ist der Eingang zum alten Palast. Du bist wirklich unglaublich, Wolf. Du hast es tatsächlich noch vor mir bis hierher geschafft. Die Kämpfe gegen die Pokémon hier im Wüstenresort haben mehr Zeit und Mühe gekostet, als ich erwartet hatte. Ich verdanke es meinen Pokémon, dass ich es bis hierher geschafft habe. Laura ist schon vorgegangen. Los, lass uns keine Zeit verlieren. Das hier sind ja auch Pokémon. Ich weiß gar nicht mehr, was man machen musste, um die zu bekämpfen. Oder ob die von selber irgendwann einfach angreifen. Habe ich keine Ahnung mehr. Glücksrauch haben wir schon einmal. Danke. Ich will aber noch mal kurz AP auffüllen gehen. Ja, du willst noch mal kämpfen, ich weiß. Dank meiner Psychokräfte habe ich sofort erkannt, dass du ein Trainer bist. Vielleicht auch an den Orden, also an der Ordentasche und meinen Pokébällen. Und dann dem fetten Marek, der mich begleitet. Ja, er ist nun mal ein schweres Pokémon, aber er hat nur schwere Knochen gegessen. Ja, der hat schwere Knochen gegessen, deswegen ist er so fett. Richtig. Das ist die Antwort. So. Jetzt sehen wir zu, dass wir halbwegs unbeschadet zurück zum AP auffüllen kommen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie hier der Weg ist. Aber jetzt weiß ich so ungefähr. So. Ja, es ging mir eigentlich nur um die AP. Ich meine, wir haben, glaube ich, einen ganzen Satzionago-Bären dabei. Also ganz so schlimm ist es nicht. Es ist nicht so toll wie früher. Also letzte Generation. Da war das mit den Ionago-Bären ja noch ein bisschen cooler. Aber in das Wüstenresort gehen wir erst, in den alten Palast gehen wir erst beim nächsten Mal. Ihr hinterlasst mir jetzt ein nettes Kommentar, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.